Hallo und herzlich willkommen zurück zu Singularity. Wir waren ja das letzte Mal, glaube ich, hier durchs Tor gekommen. Mit der Kiste. Und sind jetzt auf Weg, um zu versuchen, die Zukunft wiederherzustellen. Was bis zum Ende des Spiels dauert. Was sind da für Geräusche? Das war bestimmt meine Frau, das Vieh. Oh je, oh je. Ach, ich möchte gar nicht wissen, was da gleich kommt. Nö, ich möchte es nicht wissen. Ich glaube, ich mache die Augen zu. Maustaste 3. Okay. Hey, Junge, wo ist dein Bein verloren? Aha. Das habe ich allerdings nicht gelesen, was da stand. Nur, dass ich die Maustaste 3 drücken kann. Na ja, gut. Mache ich doch. Kein Ding. Alter. Könnt ihr mal aufhören, euch hier rumzuporten? Ah. Die mögen es gern abgehangen. Wo ist er denn hin? Abgehangenes Fleisch. Okay. Captain, Sie müssen einen Aufzug finden, der Sie ins obere Stockwerk des Verwaltungsgebäudes bringt. Alle anderen Wege sind blockiert. Weg von mir. Oh. Hässliches Vieh. Hopp. Nein. Geh weg. Hier sind die eklig. Die sind voll widerlich, die Viecher. Das habe ich wieder nicht zugehört, was er gesagt hat. Naja. Ah, kann man wegschleudern. Okay. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier... Ah ja. Nein. Falle einfach um. Knur hier nicht rum. Und dann ist alles gut. Oh, ein bisschen Technology. Ach, warte mal. Kann man das auch irgendwie... Nö. Kann man nicht. Aber das kann man doch bestimmt wieder aufstemmen. Oh, die Kiste wohl nicht mehr. Erste Hilfe können wir auch nicht nehmen. Können wir hier hochspringen? Ah, da oben ist noch eine Kiste. Wie komme ich da hoch? So nicht. Können wir die Kisten irgendwie kleiner machen? Ah. Mensch, jetzt komm doch. Ja. Ich will da hoch. Achso, ja, wir können natürlich auch einfach außen rum gehen. Nehmen wir das mal mit. Stellen die Kiste hier oben drauf. Ja. Machen die einfach wieder ganz. Du geht's so. Munition. Alter, wo kommst du denn her? Hey. Der will noch mal nach mir treten. Idiot. Machen wir das Ganze noch einmal. Und packen die hier drunter. Können wir die auch irgendwie wieder hinstellen? Oh. Ah.
Na komm. Du willst ja da drunter. Du willst es da auch. Du willst es doch auch. Mensch, warum krieg ich die denn nicht? Ja. Ja, toll. Wo sind sie jetzt? Komm her. So. Da bringt aber gar nichts. Ja, genau. Erstmal drinnen stehen bleiben. Na gut, dann gehen wir erstmal weiter. Vielleicht finden wir noch eine andere Kiste, die wir benutzen können. Oh oh. Nö, gehst du weg von mir. Lad nach, Mensch. Oh, oh. Ich muss weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Nein, geh weg. Weg. Oh. Oh. Weg, hab ich gesagt. Mensch. Nein, 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 aua. Du. Oh, geht doch mal weg von mir. Munition mehr, oder was? Nein, ich habe keine Munition mehr. So. Hui. Okay. Ist natürlich blöd, dass wir für die Waffe keine Munition mehr haben. Was haben wir denn noch hier? Wir haben hier noch eine Notiz. Ich mag die neue Milch nicht, die sie in der Cafeteria servieren. Sie ist orange und sie leuchtet. Ich fühle mich so alt, wenn ich sie trinke. Und Plätzchen werden zu Staub, wenn ich sie eintauche. Ah. Das finde ich auch eklig. Technologie. Haben wir hier noch Technologie? Konnte ich ja gerade nicht so schnell gucken. Munition wäre natürlich auch super. Würde ich nicht nein sagen. Aber... keine Munition. Na gut. Da haben wir echt null Munition. Vielleicht finden wir einen Waffenschrank. Wäre natürlich perfekt. Gut, haben wir jetzt ja geguckt. Oh je. Treffe ich die denn damit nicht? Die Waffe ist doof. Hilfe. Nein, da habe ich jetzt auch keine Munition mehr. Oh, erstmal heilen und dann weglaufen. Andere Alternative habe ich gerade nicht. Ich hoffe, dass ich hier irgendwo Munition finde. Altern. Lassen Sie die Gegner mit dem ZMG altern. Drücken Sie Q, um einen Zeck altern zu lassen, damit er sich durch die Zeitverschiebung bewegt und damit langsamer wird. Okay. Aber nicht, wenn ich nicht aufgeladen bin. Geh weg. Geh weg. Sie müssen mit dem Aufzug ins obere Stock. Ja, du bist lustig. Ich muss mit dem Aufzug erstmal... Oh, oh, aua, 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 aua. Ah, da ist noch einer. Oh. Mensch, wie lange braucht ihr denn, um aufzuladen? Lad doch mal schneller auf.
muss hier weg. Hilft alles nix. Nein, ich will da runter. So. Hier oben sicher? Ich hoffe. Erstmal nachladen. Ist natürlich wieder super. Drehwerk hat keine Munition. Die Sache mit keine Munition hatten wir schon mal. Hast eine Notiz, aber die will ich gerade nicht. Da haben wir noch einen Verbandskasten. Das ist ganz gut. Das ist voll. Na gut. Notiz. Rechnung. 4 Bunsenbrenner, ein Anti-Schwerkraft-Testobjekt, 3 Schreibmaschinen, 50 Packung Plätzchen, 340 Liter mit E33 versetzte Milch. Versetzt der Milch. Ja, gut, das ist... das alte Fahrstuhl-Ding. Hier nehmen wir mal Erste Hilfe mit. Hier nirgends Munition. Oh. Das ist nicht gut. Ohne Munition. Blöd. Ja, da hinten bin ich immer noch nicht reingekommen. Moment mal. Können wir irgendwo eine Kiste vielleicht? Nee. Kiste haben wir hier auch nirgends. Ein Waffenschrank? Auch nicht. Tjo. Dann müssen wir wohl ohne Munition los. Oh oh. Shit. Ja, tschüss. Wir gehen weg. Ich schieß jetzt mal nicht auf den. Oh oh. Shit. Der kommt hier doch durch, oder? Ich, will da nicht raus. Der kommt doch da durch, bevor ich hier... oder auch nicht. Ist er weg? Er ist weg. Oh Gott. Munition. Nicht viel, aber zumindest ein bisschen was. Ich brauche unbedingt Munition. Ja, Munition. Shotgun. Haben wir hier noch Munition? Jawohl. Ach, die meine Güte. Wenn er jetzt zum Kampf gegen den Dicken kommt, da sehe ich ganz schön schwarz. Grün. Hä? Ah. Na gut. Ich schau lieber nochmal, weil ich will Munition. Fuck, ey. Können wir das hier? Nur können wir nicht. Oh, das ist natürlich auch überhaupt nicht texturenmatschig hier. Was haben wir denn hier? Ah. Jetzt machen wir erstmal Heile. Dies sind die Audioaufzeichnungen von Dr. Vasili Gorkin. Er hat mich letzte Nacht wieder besucht. Ja. Subjekt Alpha aus dem Teleportationsexperiment. Das ist jetzt das vierte Mal in 2 Wochen. Er materialisiert aus dem Nichts. Bei jedem Erscheinen wirkt er körperlicher. Ich muss zugeben, er macht mir Angst. Hm. Etwas. Es ist solcher Hass in seinen Augen. Tja. Da hätte ich auch Angst. Telefon. Schreibmaschine. Notiz. Sonst irgendwas. Hm. Also, wir können schon mal davon ausgehen, dass der Dicke irgendwann kommen wird.
Ich hoffe, dass wir vorher Munition kriegen. Ach du meine Güte. Können wir das irgendwie mit den ZMG? Ja. Oh je. Boom. Okay. Alles weg. Ich würde das am liebsten wegschubsen. Okay, das funktioniert nicht. Ah, damit haben wir noch am meisten Munition. Deswegen werde ich die benutzen. So. Außerdem. Schrotflinte, ich was gesagt. Haben wir hiermit ein bisschen mehr Spielraum. Was die Entfernung angeht, und dass wir da drinnen stehen und uns selbst halb wegballern. Okay. Oh, er zittert. Jetzt sollten Sie den Hof sehen, den Sie überqueren müssen. Okay. Das ist ein Bahnhof. Den soll ich überqueren? Leute. Hallo, nö. Hallo. Hallo. Ist jemand da? Sieht nicht so aus. Notiz. Obers Yvonne. Ivanov. Obers Ivanov. Waffenabteilung. Dr. Blüskow. Obers Ivanov. Glauben Sie mir, dass ich Dr. Korkin äußerst schätze, aber letztlich wurde sein Verhalten abwegig. Er murmelte vor sich hin. Er ist so extrem gereizt und nervös, dass er schon an Paranoia grenzt. Ich glaube, er hat einen Nervenzusammenbruch. Würden Sie sich mit Dr. Korkin treffen? Vielleicht können Sie ihn überzeugen, eine Pause einzulegen und professionelle Hilfe aufzusuchen. Danke. Dr. Anja Luskow.